Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Die Temperaturen werden kälter und passend dazu wird der Ton in der Flüchtlingspolitik rauer. Plötzlich ist allerorten die Rede davon, die Zahl der Flüchtlinge müsse verringert werden. Ist Deutschland tatsächlich an einer Art Belastungsobergrenze angelangt oder behauptet es das nur? Darüber wollen wir heute Abend diskutieren und dazu sind bei uns der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann, der CSU-Bundestagsabgeordnete und ehemalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich, die Innenministerin Österreichs Johanna Mikl-Leitner von der ÖVP und der evangelische Pfarrer und Vorsitzende von Pro Asyl Andreas Lipsch. Herzlich willkommen Ihnen alle. Herr Lipsch, ich frage Sie als Pfarrer, aber auch als jemand, der sich für die Rechte von Flüchtlingen einsetzt seit vielen, vielen Jahren. Wenn Sie es beobachten, verabschiedet sich Deutschland Ihrem Eindruck nach gerade von der Politik der offenen Grenzen, von der Politik des freundlichen Gesichts, vielleicht auch von der Politik der christlichen Nächstenliebe, indem man dauernd und immerfort jetzt nur noch von der anstehenden Verringerung von Flüchtlingszahlen redet? Naja, wer oder was ist Deutschland? Die Bundesregierung von der, zum Beispiel, aber eben nicht nur. Und da muss man vielleicht auch sagen, Gott sei Dank nicht nur. Weil wenn wir jetzt mal auf das letzte Jahr zurückblicken, dann war es die Zivilgesellschaft in Deutschland, die gezeigt hat, wie Willkommenskultur geht. Und die, so sehe ich das zumindest, die europäischen Werte, die so viel gerühmt werden, wirklich gelebt haben. Und das gibt es alles immer noch. Also es wird jetzt zwar viel davon geredet, dass das alles kippt und kippt und alle kippen. Und ich treffe immer gar nicht so viele, die kippen. Ich treffe Leute, die in den Mühen der Ebene angekommen sind, das sicherlich, aber die nach wie vor sich einsetzen für den Flüchtlingsschutz und die diesem Deutschland auch nach wie vor ein anderes Gesicht geben wollen. Richtig ist, dass am Anfang man die Hoffnung haben konnte, dass auch die Bundesregierung sozusagen flüchtlingspolitisch umschwenkt und die Integration von Flüchtlingen in den Mittelpunkt stellt. Etwas, was ja über Jahrzehnte hinweg geradezu verboten war. Jetzt allerdings hat man den Eindruck, als wenn man wieder in die Veranlagungen zurückfällt. Und jetzt geht es, wie Sie sagten, wieder um Abschottung und um Ausgrenzung, teilweise sogar Entrechtung, in der Hoffnung, damit Zahlen zu verringern. Das halten wir allerdings für völlig illusorisch und leider auch an den tatsächlichen Realitäten vorbei und futtergebend denen, die nun wirklich keine Flüchtlinge in diesem Land haben wollen. Frau Mikl-Leitner, Sie sind katholisch. Ich frage Sie das, weil wir gerade Herrn Lipsch ja auch als Pfarrer angesprochen haben. Sie sind katholisch, sind qua Glauben eigentlich, wenn ich ihn richtig verstehe, dazu verpflichtet, denen in Not zu helfen. Gleichzeitig reden Sie aber davon, man müsse eine Festung Europa bauen. Passt das in irgendeiner Weise zusammen oder so ganz und gar nicht? Ja, ich bin katholisch und selbstverständlich für die humanitäre Hilfe. Und gerade der Herr Lipsch hat es angesprochen, dass die Ehrenamtlichen Großartiges geleistet haben. Aber Ehrenamtliche müssen sich auch fragen, wo sind meine Grenzen, wo habe ich meine Grenze erreicht, bin ich hier überfordert? Und das gilt natürlich auch für unsere Systeme, für unsere Organisationen und für den Staat. Denn wenn wir die Systeme überfordern, hat hier weder der Flüchtling etwas, der keine Perspektiven hat, und auch nicht die Bevölkerung, sprich die Einheimischen, die hier Angst vor der Zukunft haben. Und sind die Menschen schon überfordert, Ihrem Eindruck nach? Das habe ich bei Herrn Lipschitz nicht so rausgehört. Ich glaube, wir sind an der Grenze der Kapazität. Ja, wir sind am Limit. Wir schaffen diese 85.000, die wir heuer in Österreich erwarten. Wir schaffen es aber nicht, nächstes Jahr wieder 100.000, dann das darauffolgende Jahr 120.000 aufzunehmen. Nein, das schaffen wir nicht. Jetzt schaffen wir es, aber wir schaffen das nicht auf Dauer. Und das sagen Sie auch als Katholikin? Ja, das sage ich auch als Katholikin, weil das nicht heißt, dass wir nicht woanders helfen können, nämlich direkt in den Camps, direkt in den Krisenregionen, dass wir nicht zu neuen Systemen kehren müssen, nämlich dass wir legale Wege von den Krisenregionen nach Europa schaffen.
dann sparen sich die vielen Flüchtlinge diese gefährlichen Wege, müssen ihr Leben nicht aufs Spiel setzen und wir schaffen es damit auch vor allem den Schleppern, den Nährboden ihrer Geschäfte zu entziehen. Herr Oppermann, ich bin auf der Spur herauszubekommen, ob sich gerade was verändert. Die SPD will inzwischen auch oder hat sich dazu bekannt, mehr sogenannte sichere Herkunftsländer zu benennen und als solche auszuweisen. Sie setzt sich ein für konsequenteres Abschieben, das bald sich alles in diesem Wort Ungetüm von Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz, glaube ich. Verabschiedet sich gerade die SPD oder gerade auch die SPD von der Politik der offenen Grenze, indem sie auch sagt, wir müssen jetzt dringend die Flüchtlingszahlen reduzieren? Also zunächst erstmal nehmen wir so viele Flüchtlinge auf in Deutschland wie kein anderes Land in Europa. Na, pro Kopf ist, glaube ich, Österreich sogar. Ja, Österreich und Schweden mit dabei. Aber alle anderen Länder fallen deutlich dahinter zurück. Ich finde das gut. Wir haben eine humanitäre Verpflichtung. Wir sind ein wirtschaftlich starkes Land. Und deshalb müssen wir auch mehr leisten als andere. Aber es ist auch klar, dass wir das nicht allein mit Österreich und Schweden schaffen. Wenn die anderen Länder in Europa nicht auch solidarisch werden, dann wird es logischerweise schwierig. Eine Million Flüchtlinge auf Dauer ist schwierig. Wir wollen ja die Flüchtlinge nicht nur aufnehmen und versorgen, sondern unser Anspruch ist ja, dass wir diejenigen, die ein Bleiberecht haben, dann auch bei uns integrieren. Das heißt, wir wollen sie, Sprachkurse anbieten, Integrationskurse, wir wollen sie in Kitas und Schulen bringen, wir wollen sie in Ausbildung und Jobs bringen. Und das geht natürlich nicht mit einer unbegrenzten Zahl. Aber ich denke, also gibt es sowas wie eine Obergrenze, die sich die CSU vor allen Dingen wünscht, dass sie endlich mal benannt wird? Von einer Obergrenze. Eben haben Sie eine Million gesagt? Ich habe gesagt, auf Dauer ist jedes Jahr eine Million schwer zu schaffen, wenn Sie die Flüchtlinge auch integrieren wollen. Wenn wir sie in Notlagern aufnehmen und versorgen wollen. Die Türkei hat 2 Millionen Flüchtlinge. Das geht natürlich, aber die werden in der Türkei nicht integriert. Das ist ein anderer Anspruch. Und ich habe diesen Anspruch. Denn wir haben einmal einen Fehler gemacht in den 60er und 70er Jahren, indem wir gesagt haben, naja, die gehen alle wieder. Wir wollen aber, dass diejenigen, die dauerhaft bei uns bleiben, auch eine klare Perspektive bekommen. Von Obergrenzen würde ich nicht reden. Für die einen ist jede Obergrenze zu hoch und für die anderen ist sie zu niedrig. Ich glaube, entscheidend ist, dass wir etwas dafür tun, dass weniger Menschen in Afrika und im Nahen Osten Grund haben zu flüchten. Wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Wir müssen was dafür tun, dass die Länder, die viele, zum Teil noch mehr Flüchtlinge haben als wir, unterstützt werden finanziell, dass die Flüchtlinge auch dort bleiben können, dass sie in verschiedenen Ländern bleiben können, dass sie nicht alle nach Deutschland und Europa kommen müssen. Herr Friedrich, behauptet die CSU nur, dass die Menschen überfordert seien, diejenigen, die sich aktiv verwenden, die ehrenamtlich helfen, die seit jetzt ja Tagen und Wochen sich engagieren? Behauptet die CSU nur, dass diese Menschen überfordert wären oder sind sie es? Nein, also ich glaube, man kann das vor allem, wenn man nach Oberbayern, Niederbayern schaut, wo die Österreicher ja die Menschen in großer Zahl an die Grenze bringen, kann man, glaube ich, sehen, welche Belastung dort auch die Ehrenamtlichen zu schultern haben. Also das ist sicher ein Problem, wo man regional die Kapazitäten schon längst überschritten hat und auch die Kräfte der Menschen dort. Aber das Entscheidende hat Herr Oppermann gesagt, wir wollen die Menschen integrieren. Und schauen Sie, natürlich kann man viele Menschen nach Deutschland holen, sie in Einrichtungen satt kriegen, sie dort übernachten lassen. Aber damit haben wir sie nicht herangeführt an unsere Kultur. Diese Gesellschaft hat wie jede andere Gesellschaft auch eine Grenze der Integrationsfähigkeit. Und je fremder die Kultur ist, umso schwieriger ist die Integration. Und wenn wir nicht aufpassen und zu viele Menschen hierher holen, die wir nicht integrieren können, dann werden sich Parallelgesellschaften herausbilden, die ein unglaubliches Konfliktpotenzial in der Zukunft bedeuten. Und deswegen sage ich, wir können nur so viele aufnehmen, wie wir auf Dauer auch integrieren können. Und daraus ergibt sich eine natürliche Grenze. Da behauptet die CSU nicht was, sondern das sagt der natürliche Menschenverstand, dass jede Gesellschaft eine Integrationsgrenze hat und dann geht eben nicht mehr. Können Sie das beziffern? Nein, das kann man deswegen nicht beziffern, weil es ja auch ganz unterschiedliche Menschen sind und der Integrationsbedarf bei denen, die da kommen, auch ganz unterschiedlich ist. Je fremder die Kultur ist, Sie haben bei Menschen, die
Analphabeten sind, die keine Ausbildung haben, einen völlig anderen Integrationsbedarf als bei Akademikern. Also Sie können das nicht nach Zahlen festmachen, aber Sie können die Integrationskraft einer Bevölkerung, einer Gesellschaft in etwa abschätzen. Und wenn in kurzer Zeit so viele wie jetzt kommen, nach Deutschland kommen, dann ist ganz offensichtlich, dass die Gesellschaft überfordert ist. Und deswegen, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ist sie denn jetzt schon überfordert? Ich glaube, dass wir in vielen Bereichen eine ganz deutliche Überforderung haben. Sie dürfen dann nicht die Abgeordneten in Berlin fragen, sondern die Bürgermeister vor Ort, die Probleme da auch zu schultern haben, mit den Ehrenamtlichen zusammen, die ja Großartiges leisten. Und da ist vieles passiert. Aber das Entscheidende ist doch, dass wir nach Möglichkeit denen helfen, die hier auch herkommen wollen und sollen, die Asylanspruch haben und den anderen sagen, die als illegale Zuwanderer hier ein besseres Leben suchen, ihr müsst in euren Ländern bleiben oder in der Nähe eurer Länder, weil wir können nicht alle aufnehmen. Herr Lipsch, Sie sind nicht Flüchtlingshelfer im eigentlichen Sinn, aber Sie haben viel zu tun mit Menschen, die Flüchtlingshelfer sind, die sich dafür verwenden. Sie gehen auch viel in Flüchtlingsheime. Jetzt hat Herr Friedrich behauptet, die Menschen dort seien überfordert. Ist das auch Ihr Eindruck? Ja, die sind an manchen Stellen überfordert. Das muss man sich nur fragen, woran das liegt, dass die überfordert sind. Ich würde nicht behaupten, dass die durch die schiere Anwesenheit von vielen Flüchtlingen überfordert sind, sondern sie sind oft überfordert von Strukturen, die es dann nicht gibt an vielen Stellen, vor allem in der ersten Zeit der Ankunft hier. Und ich meine, jetzt ist viel von Integration die Rede hier. Faktisch ist aber, dass sozusagen die ganze Energie gesteckt wird in jetzt die neuen Transitzentren und Leute abwehren. In die Integration von Leuten wird weniger Energie gesteckt, als man so denkt, wenn man die Erklärungen hört. Also wenn ich mir die Erstaufnahme von Flüchtlingen heute angucke, da sind ja 100.000 von Menschen, dann hat sich bisher da eher vieles verschlechtert als verbessert. Ja? Wir haben immer noch vollkommen absurde Asylverfahren, in denen sie sozusagen erst mal sagen müssen, ich möchte gern Asyl haben, dann ist aber kein Asylantrag stellen, das ist nur ein Ersuchen. Dann kriegen sie eine Bescheinigung darüber, dass sie mal Asyl beantragen wollen. Ich kenne welche, die 12 Monate mit solchen Bescheinigungen durch die Gegend laufen. Das zählt überhaupt nicht im Asylverfahren. Von wegen, das Asylverfahren ist 5,5 Monate lang. Das ist viel länger, weil wir ganz vorgeschaltete Zeiten haben, wo die Leute sozusagen prekär umherlaufen. Das könnte man ganz anders machen. Man könnte viel schneller sein mit den Asylverfahren. Man kann nicht den Unsinn machen, zu sagen, der eine hört die Menschen an, legt dann seinen Akte auf den Aktenstapel. 7 Monate später kommt ein anderer, der die Person nie gesehen hat, liest sich mal die Akte durch, sehr zeitersparend, und entscheidet dann, das ist alles Unsinn, warum soll nicht ein Anhörer unmittelbar, wie ein Richter, entscheiden. Er kann entscheiden, er hört an, er entscheidet. Wenn er noch was braucht, dann dauert es halt noch 1 Woche, 2 Wochen, 4 Wochen. Warum? Gerade in den Fällen, wo wir Anerkennungsquoten haben von fast 100%, dauert das Monate und Monate. Gibt es keinen Grund. Also das kann man wirklich verbessern. Dann hätte man kurze Erstaufnahmen. Denn der Stress im Moment kommt in dieser Phase der Erstaufnahme vor allem. Das ist der größte Schritt. Also da könnte man viel tun. Man könnte Leute übrigens auch, statt sie zu Zehntausenden jetzt in Zelten unterbringen, dann, wenn sie registriert sind und ihren Asylantrag gestellt haben, zu ihren Verwandten gehen lassen zum Beispiel. Das sind bestimmt 10-15%, die hier eine Möglichkeit hätten zu wohnen. Warum sollen die das eigentlich nicht tun? Das ist verboten. Also man könnte da ganz viel machen, Stichwort Integration, vom ersten Tage an. Und da passiert zu wenig, weil die Energie zu viel in anderes geht. Ist Deutschland also gar nicht überfordert, Herr Friedrich, sondern nur wahnsinnig schlecht organisiert? Nein, also ist überhaupt keine Frage. Wir müssen bei den Asylverfahren schneller und effizienter werden. Ist alles beschlossen, es sind Stellen bereitgestellt. Und ich passiert muss Ihnen, aber ja nicht. Und ich muss Ihnen widersprechen. Also allein der Freistaat Bayern hat im September ein Programm von 500 Millionen Euro für Integration beschlossen. Von Bildung über Gesundheit bis Sprache. Also es wird sehr, sehr viel getan. Nur es geht nicht nur um Geld, es geht nicht nur um Stellen, es geht auch darum, dass sie eine Gesellschaft brauchen, die diese Menschen ja langfristig aufnimmt, sie heranführen soll an unsere Kultur. Das ist ja der entscheidende Punkt. Und da ergeben sich einfach Grenzen. Aber das muss natürlich viel schneller gehen mit der Erstaufnahme und der Registrierung der Flüchtlinge. Und da haben wir zum Teil absurde, archaische Zustände. Die Flüchtlinge kommen über die Grenze. Ich war gerade in Passau vor einigen Wochen, habe mir das vor Ort angesehen. Dann werden sie von der Bundespolizei registriert. Aber die Bundespolizei kann und darf die Fingerabdrücke von den Flüchtlingen und die anderen Kennziffern nicht an das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übermitteln. Aber die müssen, das die ändern müssen, wir jetzt, müssen, Herr Oppermann. Ja, aber es dauert Sie einfach zu. Ja, ich sage erstmal nur, was die Probleme im Augenblick sind. Es geht ja ein bisschen darum, wer überfordert ist. Das überfordert ja alle Beteiligten. Die Polizei arbeitet für den Papierkorb. Mhm. Dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und da wird noch 3-mal registriert.
Und am Ende ist jeder Flüchtling 5-mal behandelt worden. Das könnte alles viel schneller gehen. Wir haben jetzt aber vor dem Hintergrund, wenn ich einhaken darf, Herr Oppermann, ist es dann nicht sehr fahrlässig zu sagen, Deutschland sei vielleicht an einer Art Grenze angelangt. Sie hatten gesagt, wir werden nicht auf Dauer immer 1 Million pro Jahr verkraften können. Also ein Herbeireden von nicht mehr möglich sein. Und de facto müsste man so ehrlich sein, als Bundesregierung, als diejenigen, die zum Beispiel Sie als Innenminister zuständig dafür waren, solche Verfahren zu beschleunigen, zuzugestehen, dass der Fehler auf der eigenen Seite liegt. Naja, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ja. Jetzt geht es ja erstmal um die Frage, ich komme auch zur zweiten, die hören zusammen. Wir reden ja nicht die Überforderung herbei, sondern wir reden jetzt darüber, was kann sich verbessern, damit Ehrenamtliche und Flüchtlinge, aber auch Behörden nicht überfordert sind. Und da brauchen wir eindeutig schnellere Verfahren. Hm. Im Augenblick kommen 40% der Flüchtlinge über die Grenze, ohne überhaupt registriert zu werden. Das ist kein guter Zustand. Da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Das ist kein guter Zustand. Wir brauchen Ordnung in diesem Vorgang der Einreise. Und wir dürfen jetzt nicht einfach alles laufen lassen. Deshalb sind wir für Einreisezentren, in denen die Flüchtlinge sozusagen nicht nur registriert werden, wo der Fingerabdruck genommen wird, wo sie gesundheitlich untersucht werden, sondern wo sie auch sofort ihren Asylantrag stellen können. Ich habe heute einen Brief von Ministerpräsident Kretschmann bekommen. Und der hat den Brief auch an andere geschickt zur Vorbereitung der Verhandlungen morgen. Der hat in Heilbronn ein Einreisezentrum, eine Kaserne, wo 5000 Flüchtlinge untergebracht werden können. Und dort ist es möglich, in eindeutigen Fällen, bei sicheren Herkunftsländern zum Beispiel oder auch bei Syrern, an einem Tag das ganze Verfahren durchzuziehen. Sie haben ja auch darauf verwiesen, das kann man an einem Tag, wenn genügend Personal da ist, dann kann man das sehr effizient machen. Und das wäre viel besser, denn dann wüssten alle Beteiligten, woran sie sind. Diejenigen, die kein Bleiberecht haben, müssen sich dann sofort darauf einstellen, dass sie wieder nach Hause gehen müssen. Und diejenigen, die ein Bleiberecht haben, die können wir schneller integrieren. Darüber wird im Moment gerade gestritten, Herr Lipsch. Ich will unseren Zuschauern kurz helfen. Dabei, wer sich nicht die ganze Zeit befasst hat mit Transitzonen, Einreisezentren. Außerdem weiß man es noch, ehrlich gesagt, gar nicht genau, wie es ausgestaltet wird. Interessiert Österreich übrigens auch. Wir können uns ja mal angucken, was bislang in Rede steht. Und darüber streiten CDU, CSU mit der SPD, wollen morgen dann einen Kompromiss präsentieren. Vielleicht hören wir da nachher schon was zu. Zu den Einreisezentren, Herr Oppermann, hat Peter Ramsauer, der CSU-Parteifreund von Herrn Friedrich, gesagt, das seien in Wahrheit bessere Hotelrezeptionen, wo jeder raus und rein gehen kann, wo er will. Nehmen Sie das als Lob für Menschenfreundlichkeit oder doch als Kritik an Ihrem Verfahren? Das kann man vielleicht für beides nehmen, aber diese Zentren, die haben den Sinn, dass die Flüchtlinge verpflichtet sind, dorthin zu gehen. Wenn sie dort nicht hingehen, kriegen sie keine Leistungen und auch kein Asylverfahren. Ich finde das übrigens legitim. Denn wenn ich selber beispielsweise einen Personalausweis oder einen Reisepass haben will, dann kann ich nicht auf den Wochenmarkt gehen oder in der Kneipe, sondern dann muss ich, also wenn ich einen gültigen Reisepass haben will, dann muss ich zum Einwohnermeldeamt gehen. Mhm. Und so kann ich auch von den Flüchtlingen erwarten, dass sie in diese Einreisezentren gehen, sich dort registrieren lassen und dort das Verfahren stattfindet. Wenn sie dort wieder weggehen, obwohl sie verpflichtet sind, dort zu bleiben, dann kriegen sie kein Asylverfahren und dann kriegen sie auch keine Leistung. Kann man ich finde, so das machen, ist fair, das ist fair und das funktioniert. Und wir brauchen keine umzäunten Reviere für Flüchtlinge, wo die dann wochenlang drin sind. Das ist keine angemessene Behandlung, wenn es bessere Methoden gibt, wie ich sie beschrieben habe. Also ich will vielleicht mal erklären, was wir vorschlagen. Wir schlagen sogenannte Transitzonen vor, ein Instrument, das vorgesehen ist im europäischen Asylrecht. Eine Richtlinie spricht von der Möglichkeit, Transitzonen an den Grenzen einzurichten und schon an den Außengrenzen. An den Landgrenzen. So ist die Richtlinie an den Landgrenzen einzurichten. Und sozusagen die Frage, Einreise in das Land, ja oder nein, in diesen Transitzonen zu entscheiden, in einem beschleunigten Verfahren. Sodass man all die, wie das auch in dem Papier niedergelegt ist, die offensichtlich keinen Asylanspruch haben, zurückführen kann, beziehungsweise ihnen die Ausreise oder Rückreise wieder nahelegen kann. Das sind in etwa, 10%
die in diesem Landgrenzenverfahren offensichtlich wieder zurückgewiesen werden. Und darum geht es, dass man noch bevor sie einreisen, es sind auch keine Haftzonen, die dürfen selbstverständlich immer gehen, nur nicht nach Deutschland, sondern halt, liebe Frau Ministerin, nach Österreich zurück. Ja, und deswegen diese Transitzonen sind im europäischen Recht angelegt und sie funktionieren auch. Sie haben die Funktion, dass registriert wird, dass all das, was Herr Oppermann in seinen Einreisezentren machen wird, an der Grenze bereits gemacht wird. Man genau weiß, wer ins Land kommt. Und wir haben mit diesen Transitzonen ein wichtiges Signal. Hier gibt es eine Grenze. Hier wird das Recht der Deutschen, ihre Integrität ihres Gebietes, ihres Staatsgebietes zu sichern, wiederhergestellt. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, denn momentan herrscht, Frau Ministerin, Entschuldigung, dass ich das sage, Rechtlosigkeit, weil sich Österreich nicht mehr an das Dublin-Verfahren hält. Und das geht so nicht. Frau Mikl-Leitnerz. Ich darf einmal gleich bei den Transitzonen beginnen. Wir haben ja gehört mit dem Bericht, dass hier vor allem der Schwerpunkt gelegt werden soll auf Asylantragsteller aus sicheren Herkunftsstaaten, das heißt in erster Linie aus Balkanstaaten. Wenn mit derartigen Transitzonen dadurch schnelle Verfahren möglich sind, ist es zweifelsohne eine gute Idee. Aber dann muss man auch wissen, dass diese Asylantragsteller aus sicheren Herkunftsstaaten auch über Dublin zurückgestellt werden. Das heißt, auch hier ist ein Konsultationsverfahren notwendig. Aber warten wir mal den Vorschlag ab, bis sich die Bundesregierung geeinigt hat. Wir haben eine andere Lösung dazu. Wir haben vor längerer Zeit eingeführt sogenannte Schnellverfahren für Asylantragsteller aus sicheren Herkunftsstaaten, das heißt aus Serbien, aus Bosnien, aus dem Kosovo. Und innerhalb von 10 Tagen werden diese Asylverfahren abgewickelt und innerhalb von 10 Tagen wird entschieden, dass eben hier in den meisten Fällen kein Asylrecht gewährt wird, weil er eben aus einem sicheren Herkunftsland kommt. Und dann innerhalb kurzer Zeit werden diese Personen zurückgebracht. Wir haben hier sehr gute Erfolge, gerade was den Kosovo betrifft. Hier hatten wir Tausende von Kosovaren, die einen Asylantrag bei uns in Österreich gestellt haben. Aufgrund einer Informationsoffensive direkt im Kosovo und aufgrund dieser Schnellverfahren ist es uns gelungen, diese Asylantragszahlen massiv zu reduzieren. Hatten wir noch Anfang Februar in der Woche 500, haben wir jetzt vielleicht 5 oder 10 in der Woche. Und setzt Österreich die Kosovaren beispielsweise auch fest für die Zeit des Verfahrens? Nein, selbstverständlich nicht. Das ist nicht erlaubt. Ist nicht erlaubt und ist auch nicht notwendig. Aber ich glaube, Information ist vor allem wichtig, direkt in den Herkunftsstaaten. Wir haben damals eine riesige Informationskampagne gemacht im Kosovo, wo wir informiert haben, dass es kaum eine Chance gibt, Recht auf Asyl, dass man die Menschen auch dort braucht, um das Land im Kosovo aufzubauen. Und das hat funktioniert. Und jetzt mit den Schnellverfahren weiß jeder innerhalb von 10 Tagen ist es abgewickelt und vor allem ist er dann auch schnell außer Landes gebracht. Das funktioniert selbstverständlich auch mit der Rechtsberatung, wo wir sofort informieren, dass es hier keine Chance gibt. Eine Methode oder ein Weg, der sehr erfolgreich ist. Herr Lipsch, was spricht für, was spricht gegen Transitzonen? Wenn man mal wüsste, was die Transitzonen wirklich sind. Also wenn Sie versucht zu erklären. Es wäre Flughafenverfahren am Land. Lassen Sie mal kurz. Es wäre eine Geisterdebatte, wenn das jetzt nur gehen sollte um die Sicherung Herkunftsländer, die heute sichere Herkunftsländer sind und von denen kein Mensch nach Deutschland kommt. Gucken Sie sich mal die Zahlen an. Wir sind unter 1%. Das wäre die Lösung eines Problems, das es nicht gibt. Das ist ja auch ganz egal. Also Sie sehen ja, wir reden nicht von 40%, die da immer geistern irgendwie. Es gibt so gut wie keine Menschen aus dem Westbalkan, die Asyl suchen in Deutschland zurzeit. Insofern verstehe ich nicht, warum es dafür Zentren geben soll. Ich fürchte etwas ganz anderes. Also weder Zentren noch Transitzonen. Transitzentren, die Frage, wie man die Verfahren verbessert, darüber haben wir vorhin geredet, da kann man über vieles reden, glaube ich. Aber die Transitzonen interessieren mich noch aus einem anderen Grund, denn, das hat Herr Seehofer ja gestern gesagt und Herr de Maizière hat es auch angedeutet, es könnte darum gehen, dass wir nicht nur die bisher als sich eingestuften Herkunftsländer, sichere Herkunftsländer nennen in Zukunft, sondern die nächsten Länder als sichere Herkunftsländer einstufen. Und dazu gehören jetzt, nach Vorschlag von Herrn Seehofer, Afghanistan, zurzeit eine Schutzquote von 80% in Deutschland, was ja zeigt, dass da keiner schutzbedürftig ist. Afghanistan, Bangladesch, das Pakistan. Das machen Sie jetzt ironisch, 80% Schutzquote. 80% Schutzquote heißt, da kommen Flüchtlinge, denen droht Gefahr. Ja, es sind weniger, aber die bereinigte Schutzquote sind 80%, sonst sind wir bei 50%. Auch das reicht 50, ja wohl, um zu sagen, das kann man nicht sagen, dass sie alle unbegründet
gegründet sind und es ist hübsch in Afghanistan. Ich meine, im Moment ziehen Entwicklungshilfeorganisationen ihre Büros ab aus Kabul und bringen sie nach Bonn, weil das nicht mehr sicher ist. Aber wir bringen dann die jungen Familien dahin. Ich will nur sagen, ich fürchte, dass sowas kommt, dass wir sagen, weil das nicht mehr funktioniert mit dem, wenn die aus den sicheren Drittstaaten erstmal weg sind, haben wir es schön, haben wir Platz, haben wir Zeit. Finden wir jetzt die nächsten Länder, die wir zu sicheren Herkunftsstaaten zählen? Das wurde auch schon gesagt, auch einige afrikanische Länder. Ich meine, das können wir auch machen. Wir können die ganze Welt zu sicheren Herkunftsländern erklären. Dann kann man auch so das Asylverfahren aushebeln, buchstäblich. Und das geht wirklich nicht. Ich kann doch nicht Afghanistan für ein sicheren Herkunftsland halten und sagen, jeder, der daher kommt, kommt in so ein Kurzverfahren und dann ist die Sache fertig. Das heißt, dass man Schutzbedürftige eigentlich vom regulären Asylverfahren fernhalten will. Und wir fürchten, dass das der eigentliche Sinn dieser Transitzentren ist. Ist das in Wahrheit der Sinn? Sie hatten es eben gesagt, es soll sich auch rumsprechen, es soll also einen abschreckenden Charakter haben. Es ist ein wichtiges Signal an alle, die glauben, sie können einfach mal nach Deutschland kommen, weil sie eben ein besseres Leben suchen. Einfach so, Herr Fritz. Entschuldigung, es kommen Menschen aus Afghanistan, aus Gebieten, in denen kein Krieg herrscht. Es kommen Menschen aus Bangladesch, aus Pakistan, die innerhalb ihres Landes auch sichere Bereiche haben. Und nur in diese sichere Bereiche können sie auch zurück abgeschoben werden. Niemand will doch Flüchtlinge in unsichere Krisengebiete zurückschicken. Ja, das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Sie brauchen auch bei der Genfer Flüchtlingskonvention eine individuelle Prüfung und ein individuelles Verfolgungsschicksal. Wenn Sie das nicht haben, können Sie die Menschen auch in die Länder zurückschicken, aber eben dann in sichere Teile ihrer Länder. Aber Herr Friedrich, wollen Sie sagen, dass das Bundesamt keine ordentlichen Asylverfahren durchführt? Nein, aber das Bundesamt macht aber eine sehr weitgehende Auslegung der Flüchtlingskonvention, die so nicht unbedingt notwendig wäre, indem sie sagt, generell, wer aus Syrien kommt, wird anerkannt, ohne diese Einzelfallprüfung zu machen. Das Bundesamt ist zu lasch. Nein, man könnte es auch enger interpretieren, als das Bundesamt es macht. Überhaupt keine Frage. Ist das Bundesamt zu lasch, Herr Oppermann, und ist Afghanistan ein sicheres Herkunftsland? Oder kurz davor? Ich vermag nicht zu beurteilen, ob das Bundesamt zu lasch urteilt. Aus Afghanistan sind im Oktober 30.000 Flüchtlinge gekommen, in wachsender Zahl. Die Sicherheitslage hat sich in Afghanistan verschlechtert. Und wir haben eine Anerkennungsquote, also ich kenne sie, die liegt bei 40 oder zwischen 40% und 50%. Die nicht bereinigt, die bereinigte, können wir ja dann anders sprechen. Also viele. Und das heißt, das Bundesamt kommt nach Prüfung, ob individuelle politische Verfolgung vorliegt, zu dem Ergebnis, das ist in jedem zweiten Fall so. Und das wird auch in Zukunft so sein. Und deshalb kann Afghanistan auch kein sicheres Herkunftsland sein. Ja. Gar keine Frage. Diesen Missbrauch, den Sie angedeutet haben, Herr Lipsch, den wird es nicht geben. Aber natürlich muss in allen Ländern geprüft werden, ob es sogenannte innerstaatliche Fluchtalternativen gibt. Das prüfen auch die Gerichte. Das heißt, also, wenn ich innerhalb des Landes, aus dem ich fliehe, Möglichkeiten habe, in eine Region zu fliehen, wo ich sicher bin, dann muss man Flüchtlinge auch darauf verweisen. Es gibt kein Recht, in jedem Fall nach Deutschland oder Europa zu kommen, wenn ich die Möglichkeit habe, innerhalb Afghanistans an einer anderen Stelle sicher zu sein, dann kann ein Flüchtling darauf verwiesen werden. Ja. Und das müssen wir prüfen, ob es solche Regionen gibt. Und wenn Flüchtlinge darauf verwiesen werden, dann muss es da auch tatsächlich sicher sein. Das darf kein Trick sein, um Flüchtlinge vom Asylverfahren abzuhalten. Aber das werden wir tun müssen. Das werden wir auch in Pakistan tun müssen. Ja. In Pakistan leben, ich glaube, 160 Millionen Menschen. Wenn sich dort natürlich in großer Zahl Flüchtlinge in Bewegung setzen, übrigens, die haben auch viele Flüchtlinge auch aus Afghanistan in Pakistan, dann kriegen wir noch größere Zahlen. Wir müssen schon darauf bestehen, dass in Ländern, die sicher sind, beziehungsweise teilweise sicher sind, die Flüchtlinge dann in die sicheren Bereiche gehen. Also frage ich nochmal, hat das Asylrecht oder das Recht auf Asyl inzwischen doch eine Obergrenze? Ich weigere mich, an dieser Obergrenzendebatte teilzunehmen. Aber Sie haben sehr oft jetzt schon gesagt, Herr Oppermann, fällt Ihnen selber auf, dass wir das dann nicht mehr können, wenn 160 Millionen Pakistani beispielsweise sich auf den Weg machen würden. Es werden nicht 160 Millionen Pakistani kommen, sowas will ich gar nicht beschwören. Wir haben auch keine Völkerwanderung, es kommen keine Völker hierher, es kommen aber in großer Zahl Menschen, beispielsweise aus Syrien hierher, die in großer Verzweiflung sind. Und dann kommen natürlich auch noch andere,
die nicht aus Kriegsgebieten kommen und die auch nicht politisch verfolgt werden. Übrigens, auch solchen Menschen, die eigentlich hierher kommen, weil sie Arbeit suchen und ein besseres Leben und hier ihr Glück machen wollen, das finde ich völlig legitim. Aber dafür haben wir nicht das Asylrecht. Dafür brauchen wir ein Einwanderungsgesetz, um den Leuten sagen zu können, okay, wer hier arbeiten will, kriegt eine Chance. Allerdings bestimmen wir dann die Kriterien derjenigen, die kommen. Und wir bestimmen auch die Anzahl derjenigen, die kommen. Das ist keine Frage unserer humanitären Schutzverpflichtungen. Das ist dann eine Frage wirtschaftlichen Interesses. Und da wird nicht gefragt, wie viel Schutz brauchen die Leute. Ja. Da wird gefragt, wen brauchen wir. Ich will nicht weggehen von der Frage, was setze ich jetzt morgen dann durch, wenn sich die Bundesregierung noch mal trifft, wenn sich nachher dann auch die Bundesregierung mit dem Ministerpräsidenten, Sie haben nichts mehr zu trinken, trifft. Dann wird es um die Frage gehen, ob es Einreisezentren geben wird oder Transitzone oder irgendeinen Mischmasch aus beidem. Wie steht es denn da? Also ich bin sicher, dass wir einen vernünftigen Kompromiss bekommen. Und da kann ich mir eine Hafteinrichtung gar nicht vorstellen. Darum geht es überhaupt nicht. Ja, oder auch keine umzäunten Lager, aus denen man nicht wieder raus darf, es sei denn zurück dahin, wo man weggeflohen ist. Das glaube ich, da werden wir uns sinnvollerweise nicht drauf verständigen. Aber wir sind natürlich gesprächs- und kompromissbereit. Wir müssen diesen Streit morgen beenden. Wir können hier nicht wochenlang über ein Nebenproblem diskutieren. Das betrifft 2,4% der Flüchtlinge. Während die anderen über 95% der Flüchtlinge haben andere Probleme. Und um die müssen wir uns kümmern. Schnellere Verfahren, schnellere Integration, auch schnellere Abschiebungen derjenigen, die kein Bleiberecht haben. Das sind die Fragen, um die es geht. Und Bekämpfung der Fluchtursachen, ja. Aber nicht Transitzonen mit Umzäunungen für 2,4% der Flüchtlinge. Sie kennen, Herr Lipsch, solche Verfahren. Sie machen seit 2003 die sogenannte Abschiebungsbeobachtung, so heißt das, glaube ich, ist was die evangelische Kirche macht, am Frankfurter Flughafen. Wie läuft sowas ab? Muss es dafür das ist sowas so wie eine anderes Haft? Thema? Nee. Also ganz Nein, ich will es verstehen. Ja. Ich will anknüpfen an den Gedanken. Muss man dafür Menschen gleichsam in eine Art Haft nehmen oder muss man das nicht? Sie reden vom Flughafenverfahren. Ja. Das ist was anderes. Abschiebungsbeobachtung, da geht es wirklich um Abschiebungen im Flughafenverfahren. Ja, wir kritisieren das schon Im immer. Im Flughafenverfahren? Nee, das ist nicht im Flughafenverfahren. So. Der Abschiebungsbeobachtung ist nicht. Da werden allgemein Abschiebungen beobachtet. Wo wir jetzt übrigens beobachten, dass es viel mehr freiwillige Ausreisen als Abschiebungen gibt, das ist auch der richtige Weg. Ja. Okay. Aber Flughafenverfahren ist etwas, was wir immer kritisiert haben, weil es sehr schwierig ist, da sozusagen wirklich Rechtsmittel einzulegen, weil da eine qualifizierte Beratung sein muss. Das möchte ich auch mal sehen, wie Sie das in den Transitzentren dann gewährleisten wollen. Das funktioniert da schon nicht gut. Und die Verfahren sind oft mangelhaft. Das ist wirklich ein Problem. Bezahlte Beratungsstellen. Und da werden durchgeschleust eine 2- bis 3-stellige Zahl im Jahr irgendwie und nicht jetzt zigtausende oder so, die man dann dadurch 10% aller Flüchtlinge. Also das halte ich für relativ unrealistisch und das wird auch nicht dasselbe sein wie ein Flughafenverfahren. Aber erlauben Sie mir noch mal weil ich möchte noch mal darauf bestehen, wegen dieser Geschichte der Afghanen. Gut, Sie sagen jetzt, Herr Oppermann, man muss ja im individuellen Verfahren sowieso gucken, ob irgendwie jemand schutzberechtigt ist oder nicht. Aber wenn Sie sind, 50%, 80%, lassen wir es mal dahingestellt sein, warum werden Sie dann schon jetzt aus Integrationsmaßnahmen ausgeschlossen in Deutschland? Das verstehe ich nicht. Sie nehmen die Afghanen raus und sagen, die dürfen keine Sprachkurse besuchen. Ist ja jetzt entschieden worden von der Bundesagentur. Dürfen nur Iraker, Iraner, Syrer und Eritreer dürfen Sprachkurse machen, alle anderen nicht. Somalier nicht, 40% Anerkennung. Afghanen nicht, wie gesagt, meiner Ansicht nach weit über 50%, wenn man es bereinigt. Da sieht man doch schon, dass auch in der Integrationspolitik längst eine Spaltung erfolgt und sie sozusagen Gruppen, die hier eigentlich schutzbedürftig sind, rausdefinieren. Wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie zurück müssen, hat es doch keinen Sinn, Integrationsmaßnahmen. Das haben wir vor 4 Wochen beschlossen. Aber wo besteht denn die hohe Wahrscheinlichkeit für Afghanen, dass sie zurück müssen? Natürlich besteht Afghanistan, wir haben ein Rückübernahmeabkommen. Wir haben die Möglichkeit, sie in sichere Bereiche, im Masai-e-Sharif und in die Gegend beispielsweise hinzuschicken. Selbstverständlich. Und das war vor 4 Wochen einer der Kernthemen, dass wir gesagt haben, wer keine Bleibeperspektive hat, kommt auch nicht in Integrationsmaßnahmen, sondern wird möglichst schnell auch wieder zurückgeführt. Das ist auch ein Sie haben schon längst entschieden, dass die Afghanen zurückkommen. Nein, Herr Lipsch, früher war es doch so, dass Sprachkurse
erst kamen, wenn die Asylberechtigung ausgesprochen war. Jetzt sagen wir Sprachkurse sofort. Und zwar für diejenigen, bei denen die Bleibeperspektive ganz überwiegend wahrscheinlich ist. Ja. Bei Afghanen ist das offen, bei Sudanesen ist es auch etwas offener. Wenn's offen ist, da gibt es Sprachkurse in dem Moment, wo sie anerkannt werden. Also die, das ist keine, letztlich keine Diskriminierung, sondern das ist der Versuch, diejenigen, die mit großer Wahrscheinlichkeit hier bleiben, viel schneller in Sprachkurse und damit in Integration zu bringen. Frau Mikl-Leitner, hätten wir eigentlich das ganze Flüchtlingsthema, das uns jetzt auch schon in verschiedenen Sendungen, ehrlich gestanden, beschäftigt hat und das auch alle Menschen in Deutschland, soweit ich das beobachte, sehr, sehr stark beschäftigt, Sie auch beruflich im Moment stark fordert, hätten wir dieses Flüchtlingsthema gar nicht, wenn Deutschland sich nicht so überfreundlich gezeigt hätte? Ja, ich glaube, in der Runde sind wir uns einig, dass einfach zu viele Flüchtlinge zu uns kommen und wenn man natürlich ein Signal... Ich glaube nur bei den dreien. Nachdem man natürlich ein Signal seitens Europa sendet, es sind alle willkommen und wenn dann noch solche Signale kommen wie von Deutschland, braucht man da sich nicht wundern, dass sich viele hier willkommen fühlen. Aber ich denke noch zurück an den 25. August, als damals die Ankündigung kam, die Information kam vom Bundesamt für Asyl und Migration, wo es geheißen hat, Syrer werden nicht mehr zurückgebracht in andere europäische Staaten. Zeigen wir gerade, das und war ein das Tweet, war der Auslöser, den das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge damals durch die Welt geschickt hat. Dublin-Verfahren syrischer Staatsangehöriger werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt von uns weitestgehend faktisch nicht weiter verfolgt. Da sagen Sie, das ist der Auslöser. Und das hat natürlich viele Hoffnungen geweckt und Zehntausende von Menschen auf den Weg gebracht. Und nach 6 Tagen waren Tausende von Menschen am Bahnhof in Budapest. Und dann sind sie gekommen und gekommen. Sie haben sich alle eingeladen gefühlt. Und da muss man natürlich auch irgendwann einmal sagen, wir müssen weg von der grenzenlosen Willkommenskultur hin zu einer Kultur mit Augenmaß. Sie wir sagen müssen also, hier Frau auf die Bremse steigen. Sie sagen, das deutsche Verhalten, etwa dieser Tweet des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, dann auch die Entscheidung in der Nacht vom 4. September, die die Bundeskanzlerin gemeinsam mit dem österreichischen Bundeskanzler getroffen hat, nämlich die Flüchtlinge aus Ungarn nach Deutschland, von Ungarn aus nach Deutschland zu lassen. Mhm. Eben nicht zu riskieren, dass Ihnen auf der Autobahn beispielsweise was passiert. Ich glaube, das war eines der Motive. Das sehen Sie als, ich spitze zu, Hauptfluchtursache. Es hat die Migrationswelle verstärkt. Schuld sind selbstverständlich die Terroristen und Dschihadisten. Aber natürlich, Signale erzeugen auch eine Wirkung. Und wenn ich signalisiere, es wird kein Syrer mehr zurückgebracht in andere europäische Länder, dann ist das natürlich eine Sogwirkung und wird so verstanden, alle sind willkommen in Deutschland. Und es wurde ja nie dementiert, dass das zurückgenommen wird. Und das erzeugt natürlich Wirkung, das muss man sich klar sein. Ist Deutschland schuld, Herr Oppermann? Wäre es Ihnen an den denn, vielen, vielen Menschen. Wäre es Ihnen denn lieber gewesen, das Bundesamt hätte diesen Tweet nicht rausgegeben und hätte weiter versucht, Flüchtlinge aus Syrien in den sicheren Drittstaat Österreich zurückzuschieben? Wäre Ihnen das lieber gewesen? Oder sollen wir zu der Praxis zurückkehren? Na, eines ist schon wichtig zu sagen, dass natürlich derartige Ansagen auch Hoffnungen machen und dann muss irgendwann einmal irgendwer auf die Stopptaste drücken und sagen, wir haben das nicht so gemeint. Oder Sie aber das ist nicht Österreich, denn Sie wenden das Dublin-Verfahren ja nein, gar nicht an. Aber Sie leiten ja nur durch. Nein. Sie schicken die doch auch nicht nach Slowenien zurück, sondern Sie schicken sie weiter nach Deutschland. Diese Kritik kann ich jetzt nicht so stehen lassen, denn wenn man sich die Belastung anschaut der verschiedenen Länder, dann weiß man ganz genau, dass Österreich auf 1000 Einwohner 6,5 Asylanträge hat, während Deutschland auf 1000 Einwohner nur 3,8 Asylanträge hat. Das heißt, dass wir hier nur durchrouten und hier keine Asylanträge annehmen, hier Flüchtlinge nicht auch in Österreich Asyl sagen, das stimmt schlichtweg nicht. Aber Sie wenden das Dublin-Verfahren auch nicht an. Wir haben eine Doppelbelastung und zwar zum einen, dass wir Transitland sind und zum anderen, dass wir vor allem auch Zielland sind. Das heißt, über 404.000 Menschen sind in Österreich eingereist oder durchgereist und davon stellen tagtäglich 500 bis 600 Menschen
einen Asylantrag und deswegen auch die hohe Quote. Und selbstverständlich wenden wir Dublin an. Wir haben immer gesagt, Österreich hält an Dublin fest. Und auch wenn jemand aus Slowenien oder aus Kroatien kommt und bei uns einen Asylantrag stellt, muss er damit rechnen, dass er im Laufe des Verfahrens eben nach Kroatien oder nach Slowenien zurückgestellt wird. Wie viel haben Sie da schon zurückgestellt? Österreich hält an Dublin fest. Wie viel haben Sie da schon zurückgestellt? Da muss man schon die Situation sehen. Ich glaub, wie viel haben Sie zurückgestellt? Ich glaube, jeder kennt die Situation in Kroatien und Slowenien. Jeder weiß, dass das ein sicheres Land ist. Und wir müssen einfach weg davon, dass man sich das Land aussuchen kann, wo man hin will. Richtig. Selbstverständlich hat jeder ein Recht auf Asyl, aber sicherlich nicht ein Recht, sich das attraktivste wirtschaftliche Land auszusuchen. Wir haben uns nicht dazu entschieden, von Dublin abzuweisen. Wie viel haben Sie zurückgeschickt? Das kann ich Ihnen jetzt zur Zeit und zur Stunde nicht sagen, aber selbstverständlich haben wir Rückschiebungen Bulgarien, Rumänien, in der Vergangenheit auch Ungarn, wo auch immer. Aber ja, wir halten an Dublin fest. Es ist ein Konsultationsverfahren einzuleiten und das macht selbstverständlich die Asylbehörde. Herr Lipsch, es hält Sie nicht auf also dem das, Stuhl, ja, wenn ich es richtig sehe. Das ist zum Verzweifeln ein bisschen, weil das jetzt diskutieren wir darüber. Aber Sie können ja wohl nicht sagen, dass Slowenien und Kroatien kein sicheres Land ist. Ich will was ganz anderes sagen, das tue ich jetzt auch. Und zwar, Dublin ist nicht gescheitert, seit die Kanzlerin ein Selfie gemacht hat mit irgendjemandem, sondern Dublin ist vor Jahren gescheitert. Ja, von wegen Abschiebungszahlen. 2014, nehmen wir das, 35.000 Überstellungsmöglichkeiten, sage ich mal, hatten die deutschen Behörden, Personen zurückzubringen in ein anderes europäisches Land. 27.000 Fälle, wo dieser Mitgliedstaat zugestimmt hat. Wie viele sind überstellt worden? 4.000. Es hat nie funktioniert, weil es ein teures, absurdes Verteilungssystem ist, das nicht funktionieren kann, weil Menschen Menschen sind und Menschen Gründe haben, warum sie irgendwo hingehen. Und das sind eben nicht nur wirtschaftliche Gründe. Syrer haben zum Beispiel gute Gründe darin, dass sie hier syrische Angehörige haben. Es gibt nirgendwo in Europa so eine große syrische Community wie in Deutschland, danach in Schweden. Deswegen gehen die nach Schweden. Menschen aus dem Kongo kommen ganz selten nach Deutschland, weil die französischsprachig sind und so weiter. Man sollte, und ich meine, jetzt haben wir ja die Situation, es ist ungeregelt und im Grunde entscheiden jetzt Flüchtlinge mit den Füßen, aber wir haben das Problem, wir halten sie dann noch zurück, zum Beispiel nach Schweden zu gehen. Also wenn wir sagen würden, wir lassen sie wirklich dahin gehen, wo sie hinwollen, hätten wir in Deutschland weniger Flüchtlinge, das ist ganz interessant. Und das ist auch genau unser Vorschlag. Lasst sie selber entscheiden, die haben rationale Gründe. Und dann lasst was anderes, lasst uns Geld verteilen, Anreize verteilen, alles das kann man machen. Man kann Menschen nicht umherschieben wie Stückgut, das haben wir die ganze Zeit schon gesagt. Und insofern ist es vollkommen illusorisch, jetzt zu sagen, das System wollen wir jetzt wieder einführen, das noch nie funktioniert hat und nur Geld gekostet hat. Ich verstehe Sie richtig, dass Sie sagen, Sie wollen die, das, was immer beschrieben wird, als der ungeordnete Flüchtlingsstrom. Nee. Ich mache mir das Wort nicht zu eigen, ich nehme es nur als Zitat. Das wollen Sie nicht regeln. Nee, ganz anders. Also denn ich will weiterfragen, ja, gehört es nicht zu den absolut vornehmen Aufgaben oder auch sogar zu den Schutzpflichten eines Staates, dass ein Staat sein Staatsgebiet auch schützt, damit auch die hier lebenden Bürger, auch die ankommenden Flüchtlinge schützt und sagt, wir wollen schon wissen, wer zu uns kommt? Ich habe ja nicht gesagt, dass das alles unregistriert passieren muss. Man könnte ja auch, das wäre mal eine Sache, da wo in Italien, in Griechenland, wo ein Schutzsuchender ankommt und registriert wird, das ist schon meine Fantasie, ja, fragen, wo willst du eigentlich hin? Ich glaube, da würde man an manchen Stellen eine Überraschung erleben und diesem Interesse dieses Flüchtlings wirklich Raum geben. Statt zu sagen, wir wissen das besser, du kommst dahin, weil wir haben eine Quote oder so. Denn die Menschen werden dann trotzdem zu ihren Familienangehörigen laufen. Wir werden, ob legal oder illegal ist die Frage, aber wir werden auf jeden Fall nicht eine einfach gleichmäßige Verteilung von Flüchtlingen der Europäischen Union haben, weil das ein mathematisches Modell ist und mit der Geschichte dieser ganzen Gesellschaften, die teilweise eben Einwanderungsgesellschaften geworden sind, teilweise es noch nicht sind. Ja, aber das heißt ja nicht, dass man da nicht Rücksicht nimmt. Und man kann, also man, das ist jedenfalls der Vorschlag. Aber ich glaube, Herr Lipsch, Dublin ist aus einem anderen Grund gescheitert. Nicht wegen der schwierigen Rückschiebungen, sondern weil es von Anfang an einen Konstruktionsfehler hatte. Nach dem Dublin-System sind ausschließlich die Länder mit Außengrenzen zuständig für die Flüchtlinge. Die in der Mitte sind unzuständig, es sei denn, da verirrt sich mal ein Flüchtling hin. War das nicht der Witz? Wollte man es nicht genauso? Als jedenfalls in Italien, in Lampedusa, die Flüchtlinge kamen, als Griechenland sozusagen versunken ist in einer großen Zahl von Flüchtlingen und damit völlig überfordert war. Da haben wir großzügig darüber hinweggeschaut. Da hat Deutschland keine Debatte begonnen, wir brauchen jetzt eine Quote. Im Gegenteil, die Bundeskanzlerin hat gesagt, wir wollen keine Quote.
Heute wollen wir eine faire Verteilung der Flüchtlinge, weil so viele bei uns sind. Und jetzt sagen die anderen Länder, na ja, also damals habt ihr noch einen anderen Standpunkt gehabt. Ich glaube, das Dublin-System muss ersetzt werden durch eine neue europäische Flüchtlingsordnung. Und die kann nicht so aussehen, dass die Flüchtlinge völlig ungeregelt hineinströmen und irgendwo hingehen, sondern wir brauchen sichere Außengrenzen. Und an jetzt sind wir beim Kern. Wir brauchen sichere Außengrenzen, da habe ich gar keinen Zweifel dran. Ich stimme Ihnen zu, es ist die Aufgabe eines Staates, auch die Grenzen zu sichern und zu kontrollieren, wer reinkommt und wer nicht reinkommt. Das müssen wir auf den Weg bringen, aber das bedeutet nicht Abschottung von Europa. Das kann und darf das nicht bedeuten. Das bedeutet, dass wir Kontingente nehmen müssen, dass wir Resettlement-Verfahren, auf jeden Fall machen wir geordnete Verfahren. Resettlement-Verfahren durch den UNHCR, durch den Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen. Wir also, haben sowas mit Syrern schon gemacht. Nein, dass wir Menschen reinholen und zwar der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen sagt, in der Türkei sind so und so viele Flüchtlinge. Richtig. Und wir verpflichten uns 2013 in Europa, schon gemacht. Dass wir aus der Türkei, haben wir auch schon gemacht, dass wir aus der Türkei 200.000 Flüchtlinge übernehmen, dann klären die europäischen Länder, wie viele übernimmt. Und dann werden diese... Das läuft ja mal gut, ne? Naja, gut, das kann dann auch mal besser laufen, wenn die Länder merken, dass sie sich dauerhaft nicht davon freimachen. Aber bevor wir irgendwelche Verfahren diskutieren, die Grundfrage, und Herr Liebsch, ich frage Sie wirklich, es sind momentan 60 Millionen Menschen als Flüchtlinge unterwegs auf der Welt. Wir wissen, dass 40% der 200 Millionen Nigerianer sagen, wir wollen nach Deutschland. Sind Sie nicht der Meinung, dass wir nicht alle Menschen, die auf der Flucht sind, in der Welt nach Europa holen können? Dass das einfach nicht geht, dass wir Europäer überfordert werden und dass wir irgendwo zu einem Verfahren kommen müssen, wo wir sagen, wir müssen den Menschen in ihrer Heimat, in der Nähe ihrer Heimat, in Afrika helfen, aber können sie nicht alle herholen. Das müssen Sie doch zugeben. Und dann sind wir doch an einem Punkt, wo man auch gemeinsam Lösungen finden kann. Aber ich habe erst mal Lust, von der Realität auszugehen. Es waren noch nie so viele Flüchtlinge, die in den Nachbarländern der Herkunftsländer geblieben sind wie heute. Das waren vor 15 Jahren noch 70%. Heute sind es 86%. Nur 14% der Flüchtlinge suchen Wege in die Industriestaaten und davon vielleicht 5% nicht nach Deutschland, sondern in die EU. Das ist kein Massenzustrom. Das sind viele, das sind mehr geworden. Ja, 60 Millionen. Vorher mal hat jemand gesagt, China würde ja auch noch, hat ja noch mehr Einwohner. Ja, wenn die alle kommen, ja, wenn man sich das, was ist das für ein Szenario? Das ist doch absurd. Es wollen, man kann sich das schwer vorstellen vielleicht in Deutschland, aber es wollen nicht alle Menschen nach Deutschland. Es wollen jetzt mehr Flüchtlinge wegen der großen Krisen, die wir im Moment vor den Toren Europas haben, wollen jetzt mehr Menschen da weg und in Sicherheit. Die meisten gehen in die Erstaufnahmeländer. Und ich gebe Ihnen recht, wir müssen die da anders unterstützen, als wir das in den letzten Jahren gemacht haben, wo man sie sozusagen auch noch auf Hungerrationen gesetzt hat. Ja. Das ist natürlich ziemlich wahrscheinlich, dass sie dann da nicht bleiben. Viele wollen da bleiben, weil manchmal wieder alle, Offensichtlichkeit, sie die Hoffnung haben, dass sie doch zurück können. Das sind die allermeisten Syrer zum Beispiel. Also nicht alle wollen nach Deutschland kommen. Das Szenario brauchen wir gar nicht aufzumachen, diesen Horror. Das ist nicht so. Wir müssen die Erstaufnahmeländer unterstützen, das stimmt. Wir müssen die Fluchtursachen beseitigen. Das ist ja immer schon ein sehr hohes Ziel. Ja. Wir müssen daran arbeiten. Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Nur wir müssen verstehen, das ist keine Alternative zur Aufnahme von Flüchtlingen. Und wir müssen lernen, die Grenzen sichern. Wir brauchen alles drei. Ja. Wir brauchen Grenzen sichern. Wir müssen die Grenzen nehme ich mir jetzt als Stichwort nochmal von Herrn Friedrich, weil da hat sich auch Frau Mikl-Leitner, um die ins Spiel zu bringen, wieder einige Gedanken gemacht, wie denn das gehen könnte für die Grenze zwischen Österreich und Slowenien beispielsweise. Ist ein Zaun, Frau Mikl-Leitner, gar eine Festung Europa? Aber bleiben wir erstmal an dem Zaun zwischen Österreich und Slowenien. Ist es Zaun nach dem Vorbild von Ungarn, von dem, was Viktor Orban da hat bauen lassen, ein echtes probates Mittel gegen Flüchtlinge? Also dieser Vergleich Österreich mit Orban ist ja gänzlich falsch. Gänzlich falsch. Habe ich mir gedacht, dass Sie es nicht mögen, dann bleiben Sie bei dem Zaun. Ja. Na, gänzlich falsch deswegen, weil der Zaun in Ungarn dient zur Abschottung. Österreich will sich nicht abschotten. Dieser Zaun dient dazu, um hier vor allem die Flüchtlinge zu schützen, um die Sicherheit zu garantieren und um vor allem auch zu einem kontrollierten, geordneten Zutritt
in Österreich zu Warum kommen. Warum genau schützt ein Zaun Flüchtlinge? Ich habe Folgendes gesagt, dass wir hier dort bauliche Maßnahmen brauchen, bauliche Maßnahmen direkt an der Grenze und direkt am Grenzübergang und natürlich links und rechts vom Grenzübergang. Und wenn man die Situation direkt ins Spielfeld kennt, wo tagtäglich Tausende von Menschen kommen, in den letzten Tagen täglich 8000, dann weiß man, dass hier vor allem Hunderte von Menschen auf einmal hier einströmen, dass Kinder dazwischen sind, Frauen dazwischen sind, dass hier einiges auch passieren kann. Gott sei Dank ist noch nichts passiert, aber da braucht es einfach mehr an kontrollierten Zugang, da braucht es einfach einen sicheren Zutritt nach Österreich. Und ich glaube, das ist auch unsere Verantwortung. Und ich habe den Auftrag gegeben, hier ein Baukonzept zu erstellen. Und da geht es ja nicht um ein Konzept der besten und schönsten Begriffe, sondern geht es um ein Konzept der besten Sicherungsmaßnahmen. Denn als Innenminister hat man schon zwei Aufgaben zu erfüllen in diesem Bereich. Zum einen die Sicherung der öffentlichen Sicherheit und natürlich auch einen kontrollierten Zutritt. Das sind die Aufgaben, die ich zu erfüllen habe. Und gerade wenn der Generaldirektor der öffentlichen Sicherheit sagt, da braucht es mehr an baulichen Maßnahmen, ist es meine Verantwortung als Innenministerin, das auch wahrzunehmen und ernst zu nehmen und hier einen konkreten Auftrag zu geben. Jetzt wird seitens der Experten geplant, nächste Woche der Bundesregierung vorgelegt und dann wird entschieden. Und ob das jetzt ein Gitter ist, ob das jetzt der Sperrcontainer sind oder ein Zaun, das wird sich dann zeigen. Lassen wir die Experten planen. Ich will noch mal einmal hinschauen mit Ihnen, ob man auch gemeinsam... Ich weiß gar nicht, was die Dämonisierung von Zäunen soll. Ich kenne ganz viele Leute, die haben um ihre Häuser Zäune. Das ist absurd. Das Entscheidende ist, dass es auch Gartentüren gibt, wo man den reinlässt, den man reinlassen will. Und darum geht es. Wir brauchen einen Zaun mit Eingang und bestimmen, wer reinkommt. Ein Zaun ist per se nichts Schlechtes. Das sieht, glaube ich, manch einer anders. Sie haben sich auch gerade ganz gezielt und sofort von Herrn Orban distanziert, der genau dieses gemacht hat. Da mögen Sie den Zaun nicht. Ne? Weil es ja nicht um Abschottung geht, sondern weil es um Sicherheit geht. Und so, wie es der Herr Friedrich gesagt hat, wir müssen auch dazu kommen, dass wir restriktiv unsere Außengrenzen sichern. Denn wenn wir das nicht tun, wird es immer mehr Maßnahmen der Nationalstaaten geben. Aber das ist eine Und gerade an der Außengrenze ist es notwendig zu kontrollieren. Denn wenn wir als demokratische Staaten das nicht machen, werden das in Zukunft die Schlepper entscheiden, wer letztendlich reinkommt. Wir müssen entscheiden, wer rein darf und wer draußen zu bleiben. Außengrenzen will ich gleich machen, Frau Mikl-Leitner. Ich will erst noch mal genau an diesen Ort gucken, an dem Sie am 27.10. vergangener Woche Dienstag gesagt haben, dass Sie einen Zaun oder eine Befestigung bauen werden. Das sind jetzt Bilder vom 30.10. Das ist also dann am Freitag passiert. Da hatten Menschen erstmal in Kälte ausgeharrt. Irgendwann haben sie dann die Nerven verloren und sind durchgebrochen durch das, was da auch, ehrlich gesagt, an Art Zaun gebaut worden ist. Und dann sieht man, dass die österreichische Polizei, und ich nehme an, das können Sie besser sagen, das österreichische Militär dem nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Eine Frau ist dabei verletzt worden, musste auch behandelt werden. Zeigt das nicht eher, dass man die Menschen nicht aufhalten kann? Na, ich glaube, diese Bilder zeigen, dass sich die Situation verschärft. Und wir Oder hier nur, eine, dass die Verzweiflung größer wird? Und wir eine andere Situation haben wie damals im Sommer in Nickelsdorf. Jetzt, das Wetter wird kälter, das Wetter wird rauer. Einzelne Gruppen der Flüchtlinge werden emotionaler, werden aggressiver. Das heißt, es kann zu einer Verschärfung der Situation kommen. Ist es nicht nachzusehen? Ist es nicht absolut nachzusehen, dass Menschen, die sich aus großer Not auf den Weg machen, die genau leiden unter Kälte, die sich dann ausgebremst sehen, weil man ihnen die Einreise nach Österreich verweigert, dass die Nerven verlieren? Frau Will, es geht ja nicht darum, dass wir jemanden die Einreise verweigern. Wir wollen es nur kontrolliert
tun. Wir wollen einfach registrieren. Wir wollen einfach Sicherheit direkt dort beim Grenzübergang, damit nichts passiert. Sie haben da gesehen, Frauen, Sie haben gesehen, Kinder. Sie haben gesehen, dass dort eben eine Auseinandersetzung war. Und das gilt es noch besser zu steuern und zu kontrollieren. Wie hoch muss der Zaun dann sein? Ist das so ein Zaun wie in Ceuta? Wo niemand mehr drüber kommt. Frau Will, ich lasse mich jetzt auf keine Diskussionen. Lassen Sie die Experten arbeiten und dann lassen Sie uns entscheiden. Und da bin ich wirklich beim Herrn Friedrich. Ein Zaun ist nicht schlecht. Jeder, der ein Haus hat, hat einen Garten und einen Zaun. Jägerzaun. Und jeder entscheidet, wer rein darf und wer raus. Und selbstverständlich also. ist das auch wichtig. Aber wir wollen natürlich hier einfach einen gesteuerten Zutritt, nicht mehr. Und nicht also, Frau Winkeleitner, ich bin ja auch für ein geordnetes Verfahren an der Grenze. Aber wir werden keine Zäune an der deutsch-österreichischen Grenze bauen. Auch keine Zäune mit Türen. Darüber hat auch niemand gesprochen. Wir werden die Binnengrenze offen halten. Ja. Wir wollen die Außengrenzen sichern, aber die Binnengrenzen offen halten. Und ich sage Ihnen, warum Sie den Zaun bauen wollen. Und ich kann Ihnen sagen, auch wir lassen die Grenze offen. Ja? Wir wollen hier einen kontrollierten Zutritt und nicht mehr. Ich will Ihnen sagen, warum Sie den symbolischen Zaun bauen wollen. Dafür gibt es einen Grund. Und das ist nicht der Schutz der Flüchtlinge. Der Grund heißt FPÖ. Die FPÖ, die Haider-Partei in Österreich, will Österreich komplett umzäunen. Und Sie wollen der FPÖ, die inzwischen bei 30% liegt, ein bisschen das Wasser abgraben. Und deshalb wollen Sie einen kleinen Zaun bauen und haben die Hoffnung, dass Sie die Haider-Partei damit stoppen. Das wird nicht gelingen, Frau Winkeleitner. Nein. Ich glaube, gerade als Innenministerin hat man das zu tun, was notwendig ist. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir der inneren Sicherheit der eigenen Stabilität eine hohe Priorität geben, dann werden uns die Menschen auch vertrauen und dann werden die Menschen auch in diesem Vertrauen diese große Herausforderung mit uns gemeinsam meistern. Wenn wir dieses Vertrauen verlieren, werden sie sich an nationalistische Organisationen oder Parteien wenden. Und das will wohl keiner, denn Nationalisten haben noch nie einen Beitrag zu einer Lösung gebracht. Entscheidend ist, dass wir europäisch denken müssen. Und europäisch heißt selbstverständlich, die europäische Außengrenze zu schützen, heißt selbstverständlich, in diesen schwierigen Zeiten zusammenzustehen. Und wir haben überhaupt keinerlei Anlass, hier daran zu denken, um ganz Österreich einen Zaun zu bauen. Und wir haben auch überhaupt keinen Anlass, dass sich Deutschland und Österreich auseinanderdividieren lässt, wie es so manche versuchen. Ich glaube, wir haben seit Jahren und Jahrzehnten eine gute Zusammenarbeit in den verschiedensten Bereichen, wo wir uns bewusst sind, wir können hier nur gemeinsam an einem Strang ziehen. Und da haben wir viele Gemeinsamkeiten. Schutz der Außengrenze, Schutz in den Investitionen in die Herkunftsländer, Investitionen in die Camps. Viele Dinge, die wir jetzt gemeinsam auf den Weg bringen müssen. Herr Friedrich, dadurch, dass Sie sagen, dass er auch einen Gartenzaun was Unproblematisches hat, wären Sie auch für einen Zaun? An der deutsch-österreichischen Grenze und nur Herr Oppermann nicht? Frau Will, jedes Land muss seine Grenzen sichern können, sein Staatsgebiet sichern können. Wir haben im Schengen-Raum beschlossen, dass wir gemeinsam die Schengen-Außengrenzen sichern und dafür im Binnenland keine Grenzen mehr haben. In dem Moment, wo es uns nicht mehr gelingt, die Schengen-Außengrenzen zu sichern, sage ich Ihnen voraus, wird jedes Land anfangen, seine eigenen Grenzen zu sichern. Und weil wir das nicht wollen, weil wir die Reisefreiheit innerhalb und die Offenheit der Grenzen innerhalb Europas sichern wollen, brauchen wir einen effizienten Schutz. Und jetzt sage ich Ihnen mal ein Beispiel. Habe ich nicht ganz verstanden, Herr Friedrich. Wir brauchen einen Schutz der Außengrenze. Ist nicht im Moment gerade schon so, dass die Grenzen nicht mehr sicher werden? Ich sage Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Spanien. Mhm. Spanien hat nicht nur eine Außengrenze mit nur 12 Kilometer bis Afrika auf dem Seeweg, sondern auch Exklaven in Afrika, hat um diese Exklaven Zäune. Es funktioniert hervorragend, weil Spanien ein Abkommen hat mit den Herkunftsstaaten, ein Abkommen hat mit den Transitstaaten, die effiziente Grenzkontrollen durchführt, die Schleuser bekämpft und zurückführt. Und das sind die 5 Punkte, die wir auch brauchen. Wir brauchen Abkommen mit den Herkunftsstaaten, mit den Transitländern. Wir brauchen eine Sicherung der Schengen-Außengrenzen.
Und wir brauchen eine Bekämpfung der Schleuserkriminalität. Und wenn wir das machen, werden wir auch Zäune, weil Sie Spanien als Beispiel nehmen, die haben ja den riesigsten Zaun, den man sich vorstellen kann. Wir haben einen Zaun Richtung Türkei, Bulgarien hat den, die Griechen haben den, ja. Amerika hat Richtung Mexiko. Was glauben Sie, wenn Amerika sagen würde, lass mal die Südamerikaner kommen, so viel wollen, was da los wäre in den USA? Da werden die überhaupt nicht dran denken. Kein Sie Mensch kommt auf die Idee zu sagen, jeder kann zu uns kommen, der gerade Lust hat. Das geht nicht. Herr Lipsch. Ich sag mal, das... Also, das kann man nur doppelt und dreifach unterstreichen. Ja, das glaube ich. Sie waren sich ja schon mal einig. Ich werde gleich daran erinnern. Jetzt sind es aber nur noch zwei, die sich einigen. Ja, jetzt sind noch zwei. Aber ich will noch mal daran erinnern. Ich finde es ja schon verrückt, dass man im 21. Jahrhundert jetzt sozusagen glaubt, solcher Probleme mit Zäunen Herr zu werden. Ich bin Ihnen dankbar, Herr Friedrich, dass Sie das klar gesagt haben und so einen Zaun wie bei Ceuta oder Melilla als vorbildlich beschrieben haben. Dann kann man sich ja vorstellen, worum es geht. Sie erinnern sich wahrscheinlich noch an sich selber. 2012 war das im Frühjahr, wo Sie beklagten, dass, wo nämlich viele Flüchtlinge plötzlich, ohne sich in Lebensgefahr zu begeben, relativ gut nach Griechenland kamen, gesagt haben, ein offenes Scheunentor in Griechenland, ein offenes Scheunentor, das muss zugemacht werden. 5 Monate oder 4 Monate später war es zu. Und dann ist das passiert, was man dann 3 Jahre später tränenreich beklagt hat. Dann sind nämlich die Menschen über die Mittelmeerroute gekommen und sind zu Tausenden gestorben. Das ist die Logik, die man hat, oder das ist die Folge, die man hat, wenn man in Zäunen denkt. Das werden wir nicht schaffen. Wir können sagen, wir wollen die Flüchtlinge vom Hals halten. Hat übrigens überhaupt nichts mit dem Schutz der Außengrenzen zu tun. Es gibt immerhin noch neben der Frage des Schutzes der Außengrenzen in Europa eine Gemeinsamkeit, dass wir sagen, wer Asyl beanspruchen kann, der hat wohl das Recht, diese Grenzen zu überschreiten, sonst kann er nämlich gar kein Asyl beantragen. Und wenn wir jetzt sagen, irgendwie vor denen sichern wir auch die Außengrenzen, nämlich vor allen Flüchtlingen, dann ist das hier ein Closed Shop, dann ist das ein Käfig. Das hat aber nichts mehr mit dem Recht der Sicherheit, der Freiheit, mit dem Raum der Sicherheit. Da gibt es genügend Vorschläge, dass Flüchtlinge auch an unseren Botschaften, an unseren Konsulaten, wenn sie verfolgt sind, Schutz suchen sollen. Da gibt es einen ganz konkreten Vorschlag, den wir seitens Österreich auch gemacht haben, nämlich legale Wege zu schaffen. Legale Wege in den Herkunftsländern, wo eben UNHCR-Zentren entscheiden darüber, eine Vorprognose machen und Menschen, die eine Chance haben auf Asyl in Europa, sollen auf legalen Wegen nach Europa gebracht werden. Das heißt, der Vorteil ist, dass die Menschen sich nicht auf diese gefährliche Reise begeben müssen, dass sie nicht ihr Leben riskieren müssen und dass wir damit auch Schlepper bekämpfen können. Das ist ein Konzept, an dem wir bauen müssen, wo wir das weiterentwickeln müssen. Ja. Denn dann hört sich das auf, dass wir letztendlich indirekt Schlepper begünstigen bzw. Schlepper unterstützen. Das ist meines Erachtens der richtige Weg, wo wir uns wahrscheinlich verständigen können. Und nicht die Zäune. Genau. Ja? Ja, aber da braucht es auch keinen. Denn wenn es dann in Zukunft Flüchtlinge gibt, die selbstverständlich am Mittelmeer, wo so viel zu viele umgekommen sind, wenn die selbstverständlich oberste Priorität gerettet werden, aber dann wieder zurückgebracht werden in die UNHCR-Zentren und bis sich das dann herumgesprochen hat, dann begibt sich keiner mehr auf diese gefährliche Reise, sondern gibt es nur mehr ein Eintrittstor, nämlich UNHCR-Zentren mit einem legalen Weg. Und das muss die Zukunft sein. Ich will bleiben bei den Binnengrenzen. Ich will bei Ihren Überlegungen bleiben, Frau Mikl-Leitner, auf die wir jetzt sehr gespannt sind, wie die dann ausgestaltet werden, wenn die Vorschläge gemacht worden sind. Aber ich will gucken auf die Gefahren, die das birgt. Und dazu hat sich die Tage die Bundeskanzlerin geäußert. Man merkt ja an, dass sie selber mit dem Wort nicht glücklich ist. Ne? Militärische Auseinandersetzung, daran kann ich mich gar nicht erinnern, dass eine Bundeskanzlerin das mal beschrieben hätte oder auch der vorherige Bundeskanzler. Dass das jetzt gerade auf dem Spiel steht, übertreibt sie hier oder ist das die brandgefährliche Konsequenz auch ihrer Überlegungen? Ich bin da mit der Bundeskanzlerin einer Meinung. Dann würden Sie es aber lassen, Frau Mikl-Leitner. Und ich sage auch, dass Zäune innerhalb Europas keine Lösung sind, sondern eine Hilfsmaßnahme. Und wenn man sich Sorgen macht, dass es zu Auseinandersetzungen am Balkan kommt, umso wichtiger ist es, so schnell als möglich die europäische Außengrenze aber zu sichern. Aber Hilfsmaßnahme, wenn es als Hilfsmaßnahme von mir aus in Ihrer Diktion gedacht ist, könnte es dieselbe Konsequenz zeitigen? Sind Sie sich dann da auch mit der Bundeskanzlerin einig und sagen uns hier, ja, ich riskiere aus Angst vor der angeblich viel zu großen Zahl an Flüchtlingen den Frieden in Europa?
Schauen Sie, wir können jetzt da kritisieren die Zäune, wir können kritisieren die Grenzsicherung, wir können kritisieren bauliche Maßnahmen. Aber eins liegt, glaube ich, auf der Hand. Wir müssen so rasch als möglich die europäische Außengrenze sichern. Und wenn es die Griechen alleine nicht schaffen. Hier geht es um Binnengrenzen. Ja, erstmal. Aber damit das nicht notwendig ist, muss man ja die Außengrenzen. Es ist ja keine Lösung, wenn wir Zäune um alle Mitgliedstaaten bauen. Um das sich zu ersparen, braucht es ja die europäische Außengrenze. Das ist der einzige. Und wenn Griechenland das nicht alleine schafft, wo ich Verständnis habe, müssen wir hier alle voll und ganz unterstützen. Dann musst du schnell als möglich die personelle Kapazität, die technische Kapazität aufgestockt werden. Denn das ist unser aller Binnengrenze. Und dort müssen wir gemeinsam entscheiden, wer nach Europa darf und wer draußen bleiben darf. Und da kann man auch alle Konflikte ausräumen. Und wenn wir all diese Ressourcen, die jetzt durchs Transitieren notwendig sind, in Kroatien, in Slowenien, in Deutschland, in Österreich, wenn wir all das fokussieren, all unsere Kraft auf die Außengrenze, haben wir wesentlich mehr Effektivität und machen damit einen Riesenschritt nach vorne. Ich glaube, was die Bundeskanzlerin meinte, als sie von Handgreiflichkeiten sprach, die entstehen könnten. Sie spricht auch von militärischen Auseinandersetzungen. Ja, das geht vielleicht ein bisschen zu weit. Ich glaube, da sind wir auch zum Glück noch ein gutes Stück von entfernt. Ich halte das für ein bisschen übertrieben. Aber wenn ich sehe, was sich da an den Grenzen abgespielt hat, in Slowenien, in Kroatien, in Ungarn, dann geht doch das zurück auf einen riesengroßen Verschiebebahnhof für Flüchtlinge. Flüchtlinge werden hin und her geschoben. Ja? Solange Europa ohne ein gemeinsames Konzept für Flüchtlinge auskommen zu können, wird es ein Riesenproblem geben für alle Beteiligten. Nur Herr Oppermann. Wenn wir nicht zu einem vernünftigen Verteilmechanismus kommen. Und im Augenblick ist keiner daran interessiert. Keiner hilft uns. Frankreich hilft uns nicht. Polen hilft uns nicht. Großbritannien hilft uns erst recht nicht. Die sperren sogar ihren Tunnel. Das ist auf Dauer kein Zustand. Da müssen wir schon darauf beharren und auf die europäischen Werte immer wieder zurückkommen. Die bedeuten erstens mal, dass man humanitäre Verpflichtungen hat. Zweitens bedeuten sie, dass man solidarisch sein muss. Nicht nur mit Flüchtlingen, auch mit den anderen Ländern in Europa und denen, aus denen die Flüchtlinge kommen. Und da steht uns einiges bevor. Zum Beispiel, dass die Europäische Union ja praktisch überhaupt kein Geld zur Verfügung stellt für wirtschaftliche Zusammenarbeit oder für Flüchtlingsprävention. Aber wir geben trotzdem 150 Milliarden Euro pro Jahr aus, übrigens 40% davon für Agrarsubventionen. Und 30% oder so für, ja, Sie waren mal Landwirtschaftsminister. Wir zahlen allein 450 Millionen an Afghanistan Entwicklungshilfe. Nein, Herr Friedrich, wir brauchen einen zweistelligen Milliardenbetrag der Europäischen Union, um Ländern wie der Türkei, Jordanien, Libanon zu helfen, um Fluchtprävention in Afrika zu machen, um wirtschaftliche Zusammenarbeit zu organisieren. Um den Ländern, die viele Flüchtlinge haben, zu helfen, dass die Flüchtlinge dort eine Perspektive haben, dass sie dort eine Schulausbildung bekommen. Sonst kommen diese Flüchtlinge alle nach Europa. Wenn sie das nicht wollen, dann müssen sie mal in der im Europäischen Parlament und in der Europäischen Kommission die Debatte darüber anfangen, ob die Zukunft Europas von Agrarsubventionen abhängt oder ob wir in der Lage sind, unsere Nachbarn vernünftig zu behandeln und denen wirtschaftliche Perspektiven zu geben. Aber Herr Oppermann, ist es dann im Grunde genommen doch alternativlos, um ein anderes Wort der Bundeskanzlerin zu nehmen, ist es dann doch alternativlos, solange all diese Lösungen nicht gefunden sind, solange sich die Europäische Union zur Solidarität nicht hat zwingen lassen, wie auch immer, dass Deutschland sehr viel mehr und auch weiterhin immer mehr Flüchtlinge aufnimmt? Ansonsten müsste man ja sehr, sehr viel von den eigenen Überzeugungen und Werten aufgeben, um nicht zu sagen, man würde sich als freie Gesellschaft aufgeben. Wir wollen die freie Gesellschaft nicht aufgeben und das wird auch nicht passieren. Obwohl im Augenblick wir natürlich sehen, dass wir eine Radikalisierung haben in Deutschland, am Rand unserer Gesellschaft, insbesondere am rechten Rand. Es gibt Hassbotschaften, es gibt brennende Flüchtlingsunterkünfte. Es gibt Attentate auf Politiker, auf Journalisten. Auf Journalisten. Und ehrlich gesagt,
diesen Zustand, ich meine, wir brauchen nicht nur Ordnung an den Grenzen, wir brauchen auch Ordnung in der Mitte der Gesellschaft. Das wohl, ja. Und das kann diese Gesellschaft nicht hinnehmen. Da müssen wir mit vereinten Kräften gegenhalten und müssen auch Leuten wie Herrn Bachmann, der den Justizminister mit den Hetzparolen von Goebbels vergleicht und der völlig maßlos in seiner Schmähkritik ist. Solche Leute müssen in die Schranken gewiesen werden. Klar. Dies soll doch ein tolerantes, ein weltoffenes, ein modernes Land bleiben, in dem Menschen sich sicher fühlen können und in dem wir auf Hassparolen verzichten können. Aber sind wir das noch, dieses tolerante Land? Oder wird nicht allerorten jetzt darüber nachgedacht, die Zahl der Flüchtlinge, egal auch wie, zu begrenzen? Und darüber denkt ja auch die SPD nach. Es ist ja nicht so, dass sie hier nicht mit bei wären. Es ist ja nun nicht so, dass wir keine Flüchtlinge aufnehmen in diesem Land. Aber nicht mehr. Möglicherweise werden es 1,3 Millionen in diesem Jahr. Das ist eine beachtliche Zahl. Und wir müssen jetzt daran arbeiten, dass die Flüchtlinge vernünftig untergebracht und eingegliedert werden. Wenn wir das nicht machen, dann wird es weiter Protest am rechten Rand und vielleicht auch woanders und in der Gesellschaft. Und es kann nächstes Jahr nicht noch mal 1,3 Millionen geben. Ja, und übernächstes Jahr noch mal 1,3 Millionen. Nicht das ist der Punkt. Das hatte ich ja anfangs deutlich gemacht. Also wir brauchen schon eine faire Verteilung und wir müssen runter von den hohen Zahlen. Das ist auf Dauer so nicht zu machen. Aber wir werden auch in Zukunft mehr Flüchtlinge aufnehmen als andere. Das müssen wir als starkes Land mit einer humanitären Verpflichtung tun. Ist das der Weg, Herr Lipsch, aus Ihrer Sicht, um rechte Kräfte in den Griff zu bekommen? Die Ministerin hat es ja eben selber gesagt, eigentlich ist das mit den Zäunen wenig hilfreich. Und so ist es eben auch. Und wir werden uns darauf einstellen müssen, neben allen Maßnahmen, um Fluchtursachen zu verhindern, auf einer längeren Zeit mittelfristig mehr Flüchtlinge aufzunehmen als bisher in Europa. Das sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass ein Land wie Deutschland da gut dran tut, wenn es vorne rangeht. Wäre für Österreich auch eine Möglichkeit. Und es gibt andere Möglichkeiten, als Leuten auf diese Routen zu schicken und wo man dann an Zäune denken muss und alles andere. Sie haben es selber gesagt, das wäre klasse, wenn die Europäische Union in den letzten 6 Jahren jedes Jahr die ganze EU 500.000 Flüchtlinge aufgenommen hätte. Da würden wir heute über was ganz anderes diskutieren, von wegen Druck und so. Das haben wir aber nicht gemacht. Das haben wir entschieden. Deutschland hat sich entschieden, 300, ja, dann 500. Toll. Das war eben nicht das Richtige. Das kann man ja jetzt lernen. Aber im Moment ist auch wieder genau das Entgegengesetzte der Fall. Wir haben alle Aufnahmeprogramme, wo Menschen kommen könnten, ohne in die Erstaufnahme zu müssen, ohne ins Asylverfahren zu müssen, ohne sozusagen durch ganz Europa latschen zu müssen, hier aufgenommen werden könnten. Aber die Aufnahmeprogramme für Syrer wurden alle beendet, in Deutschland auch. Also den Weg geht man gerade nicht und man könnte ihn gehen. Aber das ist der bessere Weg. Das wäre der bessere Weg. Guck mal, da sind wir aber an einem guten Punkt, an einem Endpunkt der Sendung, wo wir sagen, wir wissen einen besseren Weg. Ja. Danke für die Diskussion. Danke, dass Sie bei uns waren. Danke an Sie, meine Damen und Herren. Nächsten Mittwoch wieder. Bis dann. Tschüss.